Jetzt darf jeder ihr Glück sehen. Ex-Bachelor-Kandidatin Anja Polzer hat zur Lausbuben-Filmparty im Sofitel ihren neuen Freund mitgebracht. Hip-Hop-Künstler DJ T.O., mit dem die 30-Jährige jetzt nicht nur als DJ zusammen am Mischpult steht, sondern auch ihr Leben verbringt. Genau, es ist jetzt unser erster gemeinsamer roter Teppich-Auftritt und es ist einfach schön, nicht mehr alleine kommen zu müssen, sondern das zusammen erleben zu dürfen. Weil ich meine, solche Events sind ja auch immer wieder was ganz Besonderes. Und es ist schön, wenn man da nicht nur erzählt, sondern es einfach zusammen erlebt. Zu so einem Schritt gehört aber natürlich auch ein klares Bekenntnis zueinander. Okay, wir wollen das zusammen und wir wollen das zusammen erleben. Und wir sind uns auch sicher, dass das nicht morgen schon wieder vorbei ist. Das hört sich nach mehr an. Seit einem halben Jahr sind die beiden ein Paar, wohnen derzeit noch 60 Kilometer voneinander entfernt. Doch Themen wie Hochzeit oder Kinder stehen schon jetzt auf der Agenda. Ja, das sind ja dann so logische Konsequenzen. Also wir sind beide Familienmenschen und ich glaube, wir wollen auch beide irgendwann eine Familie haben. Und klar, wenn wir zusammenbleiben, dann das natürlich auch alles zusammen erleben. Eine gemeinsame Zukunft, die wollte Anja eigentlich mal mit Paul Janke haben. Schließlich wurde sie in der Bachelor-Show als seine Auserwählte ausgesucht. Doch die Beziehung hielt dem Alltag nicht stand. Was also hat DJ T.O. alias Alexandros Petropolo, was Paul nicht hatte? Ja, der Neue ist halt mein Typ und das war halt Paul nicht so ganz, ne? Und ja, auch charakterlich sind einfach Unterschiede da, wo ich sage, bei Paul reicht es für eine Freundschaft und bei ihm ist es eben Liebe. Und er hat eben diese Charakterzüge, die ich an einem Mann brauche, dass ich sage, da entsteht auch mehr. Sieht ganz so aus, denn nicht nur optisch scheinen die beiden perfekt zueinander zu passen.